Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge habe ich versucht, Elsa, die Eiskönigin, rüberzuholen, aber es hat noch nicht ganz geklappt. Und ja, zumindest haben wir schon mal Anna rübergeholt. Und apropos, das war die falsche Taste, apropos Anna, wo ist denn die Gute? Ist doch bestimmt. Nee, Christoph ist am Schlafen. Ach, da ist sie doch. Mal schauen, ob wir ihr Level ein bisschen höher kriegen können. Türen, ich hasse euch in Dreamlight Valley. Wie schnell ist die jetzt bitte zu Christoph rübergekommen? Also, boah, ey. Die ist hundertprozentig geportet. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hallo? Finger weg von meinem Gemüse. Nein, bleib stehen. Hallo? Hast du eine Frage? Oh. Was ist dein Lieblingssandwich? Eierbrötchen. Oh ja. Schinkenspeck, das ist eklig. Salat und Tomate. Den Salat würde ich essen, ohne Probleme. Hamburger sind auch lecker, aber isst man ja nicht so viel davon. Also sage ich mal Eierbrötchen. Gute Wahl. Ich mag sie besonders gerne mit Käse. Ich habe in letzter Zeit viel über Sandwiches nachgedacht. Manchmal kann es passieren, dass man die Liebe zu etwas Fantastischem wie Sandwiches mit einer schrecklichen Person teilt, was alles ruiniert. Man will seine Sandwiches genießen und denkt dabei an diese schrecklichen Ex-Verlobten, diese Personen. Und was macht man dann? Aufhören, Sandwiches zu essen? Ach Quatsch. Weiter Sandwiches essen. Ganz genau. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand meine Sandwiches ruiniert. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Ich hoffe, aber du hast keine. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Du hast kein Level Up. Was brauchst du denn? Oh nee, kein Rotbier. Das ist doch Geburtstagskuchen. Och, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich den denn herstellen? Weißes Springkraut. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schon habe. Und das jetzt? Weißes Springkraut. Ja, Moment, Moment, Anna. Moment. Ach nee, Aha. Untersammeln, ne? Weißes Springkraut. Hab ich natürlich nicht. Im vergessenen Land. Habe ich aber noch nie gepflückt. Das heißt mit anderen Worten, jetzt ist sie schon wieder weg. Anna, ehrlich, die ist so unhöflich heute. Ich verstehe es einfach nicht. Moment, 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 nicht weglaufen. Wo ist er hin? Der Waschbär. Das nehmen wir noch direkt mit. Waschbär, hallo, wo bist du hin? Waschbär? Warst doch ein Waschbär, oder? Ich konnte dich jetzt nur kurz sehen. Ist abgehauen. Okay. Da ist er. Hallo. Hallo. Bleib stehen. Ach, du kannst mich mal. Was ist denn hier? Ach so, das ist von Christoph, oder? Ja. Das ist von Christoph. Okay. Dann würde ich allerdings sagen, da ist noch einer. Da ist noch einer. Komm. Komm. Blöder Waschbär. der war, glaube ich, doch 10. Ja, genau. Bevor ich nämlich irgendwann plötzlich auf diese Idee komme, meine 10.000 oder einen Teil davon auszugeben, werde ich Oh, das jetzt erstmal Hallöchen. Du kommst ein freischalten. bisschen spät, weißt du? Gameplayerin, ich glaube, dass du die eisigen Höhlen noch nicht besucht hast. Es ist ein Biom im Tal, das leider von Nachtdornen blockiert wird. Aber sobald du sie beseitigt hast, solltest du unbedingt vorbeikommen. Ja, das will ich ja gerade machen. Oh, das sind wirklich tolle Neuigkeiten. Du kannst jetzt die eisigen Höhlen besuchen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Danke. Oh, wer bist du bist du denn? Komm zurück. Komm zurück. Ja, komm zurück. Komm zu mir. Komm, du siehst so süß aus. Ja, komm. Darf ich mich dir annähern? Oh, da kommst du nicht weg. Da kommst du nicht weg. Aber ich kann dich trotzdem nicht. Boah, mieses kleines Viech, du. Haut dir einfach ab. Obwohl er eigentlich gar nicht konnte, weil er gar nicht wegkam.
Also ehrlich hier. So, das ist nur Weichholz. Okay, wollte ich mal eben gucken, ob das hier irgendwas Besonderes ist. Rosane gestrickte Winterhandschuhe. Ja, schwarz wäre mir ehrlich gesagt lieber, aber ich brauche tatsächlich nochmal neue Winterhandschuhe. Einmal mit und einmal ohne Finger. Also, ne, die, dass das zu ist. Oh, hier ist ein Port, hier ist ein Port an diesem wunderschönen Ort. Was haben wir denn hier? Nachtdornen. Zack. Zack. Du läufst hier immer in meiner Nähe rum, aber du möchtest nicht... Was habe ich jetzt gemacht? Neues Rezept, ein Iglu. Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Ein Schneeball. Tatsächlich. Das, ich habe doch hier vorne... Hier, genau. Ich wollte gerade sagen, hier vorne war doch auch sowas. So. Erstmal hier alles säubern natürlich, ne? Ich mache das jetzt übrigens auch nur mit euch, damit ihr auch tatsächlich mal gucken könnt, was man hier eigentlich einsammeln kann. Weiße Passionslilie, okay. Das ist aber normales Holz, wenn ich das richtig sehe. Oh, du bist aber auch was Neues. Minze. Minze. Hatten wir da nicht auch irgendwie Rezepte mit? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das sind alles Zähne. Lauf, 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 lauf. Ah, perfekt. 250 nochmal direkt oben drauf geknallt. Sehr schön. Die sammeln wir natürlich auch ein. Zack. So. So, dann haben wir Spargelsamen, grüne Passionslilie und rote Passionslilie. Sehr geil. Was haben. Ach nee, Moment, wir gehen erstmal. Ich bleib schon wieder überall hängen. Wir gehen erstmal. Och, da kann man sogar angeln. Erstmal kurz hier hin. Da kann ich aber nichts machen. Achso, doch, hier. Ich komme nicht dahin. Hallo! Wenn du diesen Brunnen reparierst, kannst du von überall im Tal schnell hierher reisen. Das scheint ein gutes Geschäft zu sein, wenn du mich fragst. 10.000 hast du irgendwie deinen kleinen... Gänsehintern, wollte ich gerade sagen, ist aber eine Ente, ne? Deinen kleinen Entehintern offen, oder was? Ah! Der Brunnen ist repariert. Gut gemacht, Gameplayerin. Ich muss dringend wieder Geld verdienen. Wie gesagt, ich war jetzt ein paar Tage nicht mehr online, ne? Eieieiei. Ich meine, im Endeffekt ist es ja nur so eine Faulheitssache, ne? Dass ich jetzt hier den Brunnen gemacht habe. Ah, hier ist auch wieder direkt zum Teil. Das war jetzt aber Kohle. Was ist hier mit dem weißen Holz? Das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Trockenes Holz. Doch, ich meine, das hatten wir schon mal. Können wir hier irgendwie... Nee, ne? Dachte ich mir schon fast. Also wir müssen irgendwas machen, damit wir die Spitzhacke verbessern. Und wir müssen noch Maui ein bisschen leveln, damit... Ach, jetzt bleibe ich hier schon wieder mal hängen. Damit... Was ist das? Ach, das ist Gold. Ach, cool. Damit wir dann auch mit Christoph weitermachen können. Also das wäre vielleicht doch lieber mein nächstes Ziel, dass wir mit Maui das machen. Zumal Anna kann ich ja offenbar auch im Moment noch nicht so wirklich verbessern. Nicht verbessern, höher machen. Ach, passend dazu den roten Winterhut. Wobei das ja eher eine Mütze war, aber egal. Da ist auch noch was. Gut. Wenn ich nicht überall in den Bäumen hängen bleiben würde, würde ich sagen, hier da hinten sind noch Blumen. Ist natürlich immer gut, die direkt... Oh, da ist was. Direkt mitzunehmen. Schwarz haben wir ja auch. Einsamkeit ist sicher. Wenn ich allein bin, dann kann ich mich nie wieder jemand... Hä? Dann kann mich nie wieder jemand verlassen. Das klingt sehr depressiv. Oh, was haben wir denn da schon wieder alles dazu bekommen? Minze eingesammelt, sehr schön. Wag es nicht, mir den Rücken zuzukehren. Ach, das mache ich immer mit Leuten, die mir keine Angst machen. Kirsche!
Mit Kirsche haben wir auf jeden Fall ein Rezept gehabt. Sehr, sehr geil. Dass es die in diesem Bereich gibt. Oh, wie cool, wie cool, wie cool. Das ist richtig klasse. So, was haben wir jetzt? 500 Dreamlight, okay. Finde ich super. Wir haben nämlich gerade alles verballert. Ja, du wolltest ja nicht mit mir. Dann hau doch ab, du Polarfuchs, du. Da können wir nichts mehr machen, ne? Hier drüben! Ja, hi. Ich bin aber jetzt weg. Ja, jetzt muss ich mal eben schauen. Moment. Ach so, das ist die Seite. Okay. Hier oben können wir noch nichts machen, weil wir hier oben nicht hinkamen, ne? Haben wir auch nicht rüber. Genau. Ja, dann würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt mal eben ganz schnell einen kleinen Abstecher nach Hause machen. Das ist gar nicht mein Zuhause. Was erzähle ich denn hier? Es kam ja direkt schon so komisch vor, dass da so wenig Karotten sind. So. Der kriegt wieder seinen lokomotivtechnischen Wutanfall. Können wir mal die Spitzhacke irgendwie wegtun hier. So, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Gold hat er auf jeden Fall dabei. Achso, Edelstein haben wir jetzt hier nicht bekommen. Aber wir haben noch... Genau. Das mit den Schneebällen. Ich befürchte, dass wir bei irgendeiner Quest oder so später noch Schneebälle brauchen. Gold. Das. Dann die verschiedenen Sorten. Ja gut, Schneebälle ist auch quasi Sonstiges. Das. Das ist Essen. Stachelbeere. Wofür habe ich die denn jetzt gebraucht? War das für dieses Rotbier? Brauchten wir dafür Stachelbeeren? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß, dass ich für irgendein Rezept Stachelbeeren gebraucht habe. Da passt es nicht rein. Hier ist jetzt auch schon alles zu. Dann machen wir die ganzen neuen mal jetzt hier rein. So. Erde ist klar, die habe ich ja immer hier drin gehabt. Dann mal schauen. Hier ist alles voll. Dann tun wir die neuen mal da rein. So, das, das. Und mein Knoblauch. Ich bin mir nicht sicher. Hatten wir jetzt Knoblauch oder hatten wir jetzt keinen? So, was haben wir denn jetzt noch alles da drin? Ach so, genau, das, was ich nach draußen legen wollte noch. Da bewahren wir ja alles auf, was wir irgendwie anpflanzen können. So, dann... Ja, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir... Ach so, kann ich so ja gar nicht annehmen. Stimmt ja, ich muss ja erstmal... Ach so, er ist ja hier. Dass wir uns erstmal um Maui kümmern, weil ich möchte halt eben gerne mit Christoph weitermachen. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Bin aber kein Fan. Bis jetzt ist dieses Dorf in Ordnung. Aber weißt du, was ihm fehlt? Kokosnüsse. Es würde sie bereit... Ach, das war Anna. Es würde sie bereits haben, wenn ich Dreamlight Valley kreiert hätte. Das habe ich allerdings nicht. Aber zum Glück für dich kann ich jetzt Kokosnüsse erschaffen. Danke. Voll gerne. Siehst du, es geht bereits aufwärts. Als erstes brauche ich einen Aal. Mein Angelkumpel Goofy kann dir helfen, einen zu fangen. Geh und frag ihn. Was? Geh schon. Danke, Zwerg. Okay, wollen wir jetzt die Geschichte mit dem vergrabenen Aal wiederholen? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wo ist denn Goofy überhaupt? Ich laufe hier so schön runter. Der ist natürlich oben beim Essen. Na toll. Es war so klar, dass der oben ist, wenn ich runterlaufe. Okay. Goofy! Kann ich dir vielleicht auch noch eine Stelle geben? Schön, dich zu sehen. Nee, Bananen... Obwohl, doch, Bananenkuchen kann ich doch machen. Moment, Moment, Moment. Bananenkuchen. Wir sehen uns. Ich hoffe, ich habe noch genug Weizen, weil der war, glaube ich, auch drin. Bananenkuchen. Wo haben wir dich denn?
Da habe ich doch so lange dran rumgemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Bananenkuchen. Nein, das war mit Butter. Och, ihr könnt mich doch alle mal. Na, wie geht's? Ich bin etwas angepisst gerade. So, du siehst gelangweilt aus. Wow, Gameplayerin, du erledigst eine Menge Arbeit im Dorf. Ich möchte dir gerne helfen. Oh. Kann ich irgendetwas machen? Kochen wäre schön, ne? Putzen. Aha. Klar, ich bin wirklich gut im Putzen. Oh, bis auf das eine Mal, als mir der Staubsauger entkam und die Katze erwischte. Und das eine Mal, als ich versehentlich die Fenster in Brand gesteckt habe, weil mir ein Besen explodiert ist. Ein Besen. Vielleicht kannst du etwas anderes machen. Angeln? Oh, ich gehe ständig angeln. Und ich fange auch eine Menge Fische. Ich habe sogar einen speziellen Wurf für die Angelleine, den ich dir zeigen kann. Und du wirst nur in 9 von 10 Fällen hineinfallen. Vielleicht kannst du etwas anderes machen. Kochen? Oh, ich bin ein toller Koch. Die Leute lieben vor allem meine Fleischbällchen. Und wie ich sie serviere. Ich schlage sie mit einem Tischtennisschläger zu dir, damit du sie in einer Schüssel fangen kannst. Klingt nach Spaß, oder? Vielleicht kannst du was anderes machen. Etwas bauen? Ich bin großartig auf dem Bau. Hämmern, Sägen und Zement gießen sind meine Spezialitäten. Ich sollte dich allerdings vorwarnen, dass es auf ein paar Baustellen, auf denen ich gearbeitet habe, ein paar Unfälle gab. Wie viele? 536. Wie hoch sind die Chancen dafür? Vergiss es. Bist du dir sicher? Gib mir Bescheid, wenn dir etwas einfällt, womit ich dir helfen kann. Meinetwegen. Okay. Ach so, ja, genau. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Und zwar, als ich Sachen am Einsammeln war. Wie erkläre ich das am besten? Da, wo das Schiff war, was ich mit Vajana repariert habe, wenn man davor steht, dann ist ja so rechts, schräg rechts dahinter, ist ja Mauis Haus. Und dann weiter rechts dran vorbei, da ist ja diese kleine Insel, die so ein bisschen abgelegen ist, wo auch eine Kugel eigentlich rein muss. Und da habe ich Sachen eingesammelt und plötzlich kam irgendwas, ach so, ein Paddel war es, was ich aufgenommen habe. Und das hatte irgendwie mit einem mysteriösen Wrack zu tun. Das wäre jetzt hier seine Aufgabe. Die würde ich auch gerne noch machen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was damit, was damit zu tun hat, worum es da geht. Aber wir nehmen jetzt erstmal den Aal. Du suchst nach einem Aal? Bist du sicher? Die sind so glitschig. Haha. Nun, du brauchst Würmer und eine Reuse. Die muss ich wahrscheinlich bauen, oder? Ich finde immer viele Würmer, die sich durch die Wiese um die Teiche wühlen. Du musst sie nur ausgraben, dann eine Reuse aus dem Holz herstellen und zum Wasser gehen, um deine Falle aufzustellen. Sie wird viele Aale anlocken, für was auch immer du sie brauchst. Oh, der beste Platz, um die Reuse aufzustellen, ist beim Bootssteg am Strand. Viel Glück. Wir sehen uns. Muss ich das auch noch alles alleine machen hier? Würmer. Na. Er hat gesagt, irgendwo um den Teich herum kann man die ausgraben. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so eine Sisyphus-Arbeit hier. Natürlich kommt jetzt nur das raus, was ich nicht brauche. Eieiei. Ich weiß auch nicht, wie nah das drumherum sein muss. Ob das auch ein bisschen weitläufiger sein kann. Oder jetzt habe ich noch nicht mal einen Wurm bisher gefunden. Das ist natürlich nicht so dolle. Na, komm, dreh dich. Ja, ich weiß ja nicht, wie nah das, wie gesagt, da dran sein soll. Nee, ist auch so nicht dabei. Hat er aber gesagt, ne? Also direkt um den Teichen drumherum. Ich weiß auch nicht, ob das an speziellen Teichen sein muss. Oder
Vielleicht auch nur an diesen glitzernden Stellen oder so. Wobei, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wir haben Würmer. Wir haben zwar drei ausgegraben, aber nur einen bekommen. Okay. Ja. Entweder war das jetzt totaler Zufall. Oder wir müssen tatsächlich gucken, dass wir so Sachen zum Buddeln haben in der Nähe vom Teich. Ja, da sind tatsächlich Würmer drin. Wobei ich bezweifle, dass die jedes Mal drin sein werden. Also jetzt ja zum Beispiel auch wieder nicht. Wir müssen drei finden. Das heißt für mich persönlich, von der Logik her, dass die nicht so oft drin sein werden. Aber wir haben schon drei gefunden. Perfekt. Stelle eine Reuse her. Wo sind wir denn? Können wir hier direkt hingehen? So. Funktionelle Gegenstände. Eigentlich ist es ja wundersames Wachstumselixier. Ach so, das kann ich jetzt auch machen, ohne dass ich es brauche. Ah, verstehe. Okay. So, eine Reuse. Sind die Würmer dann da schon eingearbeitet oder wie soll ich das verstehen? Okay. Was hat er gesagt? Ein Bootssteg. Also hier, das meint er wahrscheinlich, ne? So. Und da übrigens den Teil da hinten. Da habe ich so ein bisschen sauber gemacht. Ihr seht ja schon wieder, es ist wieder überall dieses Zeugs davor. Und da habe ich dieses mysteriöse Paddel nämlich gefunden. So, irgendwo hier in der Nähe soll ich es aufstellen. Da fällt mir übrigens ein, dass wir im neuen Bereich oben bei Elsa noch gar nicht das Ding gemacht haben. Was ist das denn jetzt? Achso, da ist die Reuse drin. Hallo? Darf ich das mal... Was hakst du denn jetzt hier so? So. Oh no. Muss ich da jetzt irgendwie nach einer gewissen Zeit hin, oder? Achso, sprich mit Maui. Moment, wo ist der denn jetzt schon wieder? Der läuft hier gerade nicht rum. So. Das Leben ist ungerecht. Vergiss das nie. Ja, das wissen wir. Das heißt aber nicht, dass es deswegen irgendwie schlecht ist. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Jeden Moment wird ein Aal kommen und nach den Würmern schnappen. Mhm. Du musst also oft in der Nähe der Reuse nachsehen und alles fangen, was dort umher schwimmt. Komm zu mir zurück, wenn du einen gefangen hast. Danke, Zwerg. Okay. Fange einen Aal, der von Köder in der Reuse angezogen wird. Das heißt jetzt, was muss ich das jetzt mit der Angel machen, oder wie? Ach so, nee. Ist doch gar nicht zum Brotten. Was mache ich denn hier? Was mit dir? Hallo. Hallöchen. Ich glaube, die mochten Seetang, ne? Das habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Es tut mir leid, ich habe nur Beeren dabei. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Anscheinend ja nicht. Der haut so schnell ab. Das kann ja nicht... Ich hab dich gesehen, Remi. Aber ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Das heißt jetzt, ich muss jetzt hier angeln, oder wie? So habe ich das jetzt verstanden, dass ich jetzt hier drin irgendwie ein Aal bekomme. Ah! Okay. Bringe Maui den Aal. Ich kann gerade nicht. Wann verstehst du das, Remi? Ich habe hier 20.000 Aufgaben, die ich machen muss. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Ja, genau. Vertrau mir. Dir würde ich nie vertrauen. Da dreht man sich um und plötzlich wird man von einer Horde, was waren das nochmal, Bisons, glaube ich, überrannt. So, bitteschön. Da bist du, Gameplayerin. Ich habe den Leuten von meinen vielen Taten erzählt. Außerdem Tipps für die Haarpflege. Oh, du hast ein Aal gefunden? Großartig. Jetzt müssen wir ihn nur noch an den Strand vergraben. Oh, und vergiss nicht, ihn zu gießen. Oh, nicht wieder sowas. Bald hast du einen Kokosnussbaum mit freundlicher Unterstützung von meiner Wenigkeit. Ja, ich werde diese Kokosnuss gießen. Bring mir auf jeden Fall eine mit. Dein Ernst? Ich soll den jetzt vergraben.
Ich denke, er wird den jetzt vergraben. Ich meine, er ist doch hier der Halbgott. Halbgott war es, glaube ich, ne? Habe ich mich jetzt erschrocken. Jetzt kommt er doch mit. Und wo vergrabe ich den jetzt am besten? Am Strand, hat er nur gesagt. Gemäß dem Fall, man könnte hier was anbauen. Würde ich sagen, machen wir das irgendwie so hier hin. Zack. So. Hege und pflege die Pflanze, bis sie zu einer Kokospalme heranwächst. Heißt mit anderen Worten, es wird noch ein paar Jährchen dauern, bis wir hier weiterkommen, ja? Es hilft ja nicht, wenn ich da jetzt ein paar Mal gieße, ne? Nee, kann ich auch nicht gießen. Schade. Ja, und schon wieder wurde ich hier so ein bisschen veräppelt. Zumindest fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen veräppelt. Weil ich wieder so eine Aufgabe bekommen habe, die länger dauert. Aber ich denke mal, dass es nur so viel heißt wie... Ja, ich bin jetzt am Überlegen. Könnten wir jetzt theoretisch immer, wenn wir ein Aal angeln... Vielleicht könnt ihr mir dazu was sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Wenn ihr Aale geangelt habt... Und ich hoffe, dass man die später immer noch kriegen kann. Kann man die theoretisch... Kann ich mit dir sprechen? Halt doch mal die Klappe, Remi. Ich bin mich hier gerade am Unterhalten. Kann man theoretischerweise die dann immer eingraben hier am Strand und einfach Wasser drauf machen? Ich meine, es kommt natürlich drauf an, wenn jetzt noch irgendwas gemacht werden muss und er jetzt noch irgendwie einen Zauber sprechen muss oder sowas, dann wahrscheinlich nicht. Aber sollte da jetzt nichts in der Richtung passieren... Und ich das einfach nur gießen müssen. Wäre es cool, wenn ihr mir das einfach in die Kommentare schreiben könntet, ob das möglich wäre. Also, dass wir jetzt einfach, weiß ich nicht, noch 5 Aale versuchen zu fangen. Immer da hinten an der Stelle natürlich. Und die dann einfach hier anpflanzen, sodass wir quasi so eine kleine, ja, Kokosnussallee bauen können. Sozusagen. Das wäre auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, ansonsten bleibt mir im Moment leider nicht viel übrig, als mich erstmal zu verabschieden. Weil, wie gesagt, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Und ich will jetzt auch nichts Neues mehr anfangen, weil es doch schon wieder auf eine halbe Stunde zugeht. Deswegen danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.